Elternprotest bewirkt WLAN-Stopp. Anfang des Jahres 2018 wurde in einer Schule in Südtirol das gesundheitsschädliche WLAN installiert. Aufgrund von Elternprotesten hat das Lehrerkollegium beschlossen, trotz diesen Installationen auf die Aktivierung des WLAN im Schulbetrieb zu verzichten. Um mit den bestehenden Laptops das Internet nutzen zu können, wurde der Zugang kurzerhand mit Netzwerksteckdosen verkabelt. Dem Schuldirektor war es wichtig, mit den Eltern und Behörden zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Lösungen zu finden. Liebe Zuschauer, diese Erfahrung macht Mut, deshalb nicht aufgeben, denn dranbleiben lohnt sich.